Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Watch Dogs 2. Wir sind auf dem Weg, alle Macht dem Volke zu geben und müssen da mit unserer netten Kollegin drüber sprechen. Ich glaube jedenfalls die Mission heißt so in der DeadSec-App. Alle Macht dem Volke. Citara. Nachdem wir eigentlich wieder ausgenutzt wurden. Doom hat uns ja eigentlich benutzt. Jeder bei DeadSec wühlt sich durch den abgefangenen Galilei-Datenmüll. War was dabei? Massenhaft scheiß viel Gutes. Ich habe uns schon eine Spitzengelegenheit herausgesucht. Also, die Wiederwahlkampagne des Abgeordneten Thrust kriegt logistische Hilfe von Invite. Das ist seltsam. Und illegal. Genau, wieso spenden die ihm kein Geld? Invite hat über Jahre gesammelte Daten. Ich meine, der Shit ist viel mehr wert als Geld. Aber warum helfen ihnen Deppen wie Thrust? Ohne fremde Hilfe findet er seinen eigenen Hinter nicht. Tja, greifen wir ihn an, machen Radau. Mal sehen, was er macht. Ja, soll er mal reagieren. Treiben wir ihn raus. Geben wir das bekannt. Marcus, glaubst du, du kannst ihm eins reinwürgen? Oh ja, ich weiß schon was für ihn. Ich verziere die Mordsreklamewand mit seiner dummen Visage drauf. Eine deutliche Botschaft. Und ich kümmere mich um seine Wahlkampfgelder. Und ich werde ihn in den sozialen Medien blamieren. Und ich demoliere auch gleich seine Website. Und ich mache auch seine Online-Werbung Platz. Ich gehe mir noch ein Bier holen. Eure Freiheiten sind nur in einer starken Demokratie sicher. Aber Interessen von Konzernen beeinflussen Wahlen. Eure Wahlen. Euer soziales Lieblingsnetzwerk, Invite, weiß alles über euch. Und sie manipulieren eure Feeds, um eure Meinung für ihre Interessen zu kontrollieren. Sie täuschen euch, damit ihr diese Marionette wählt. Den Abgeordneten Matras. Invite besitzt das mächtigste Werkzeug zur Meinungskontrolle, das es je gab. Verteidigt Demokratie. Helft uns, Invite zu vernichten. Leiht uns Prozessorleistung, indem ihr unsere App herunterladet. Und gemeinsam stellen wir Thrust bloß. Hilft uns. Wir sind DeadSec. Als wenn es damit getan ist. Also ich, vor allem die neuen Medien jetzt, ob es jetzt Facebook ist oder Twitter oder sonst irgendwas. Die Manipulation geht ja in beide Richtungen. Entweder für fragwürdige Unterstützung, kontrollierte oder andere fragwürdige, nicht offensichtliche Unterstützung. Fake News. Leider können wir uns davon nicht schützen. Es gab damals auch schon Scharlatane, die halt so einen Blödsinn gemacht haben. Beziehungsweise die kamen in ein Dorf und haben gesagt, der Himmel fällt dir auf den Kopf. Und dann war es auch so. Natürlich nicht. Wir sind alle noch da. Aber es ist wirklich genau derselbe Kack. Nur über andere Medien. Und wie komme ich am besten da oben dran? Gibt mir das Spiel noch einen Hinweis oder muss ich jetzt wirklich rausfinden, wie ich da hinkomme? Ah, da vorne ist ein Kran. Ist er denn, wie sagt man? Verkantet? Nein, vererdet. Gesichert? Naja, mich wird er schon tragen. Warum auch immer daran so eine Kanzel dran ist, wo natürlich ein Mensch drauf passt. Josh, was ist da los, verdammt? Primate stiehlt mit deiner Hilfe DeadSec-Daten. Nur über meine Leiche. Ich hoffe nicht. Finde heraus, wer dich hackt, bevor der Trans... Sorry, dafür habe ich keine Zeit. Eigentlich. Ugh.
Hängt er bestimmt irgendwo auf dem Dach. Wo ich jetzt gerade nicht rankomme. Heck konnte nicht verändert werden. Da hinter der Tür ist er. Und so kriegt man wenigstens, wie soll man sagen, ein bisschen Kapital. Ich krieg ja wegen der Teilnahme einmal Follower. Ich könnte halt nur, wenn ich es verhindere, noch mehr Follower bekommen. Also Verluste sind da nicht. Moment, jetzt haben wir ja den einen Kran aktiviert gehabt. Mein Gott. Lass mal gucken, wo ich hin muss. Ganz cool. Muss bestimmt danach ziemlich schnell fliehen. Anscheinend. Oh nein. Oh mein Gott. Habe ich was verpasst? Was ist los? Aber die war bestimmt nicht der Besitzer des Wagens. Habt ihr die mal angeguckt? Was zum Teufel? Sondern ich mag Trust Donald Trump sein. Ah, scheiße. Entschuldigung. Boah, diese verdammte Steuerung, weißt du? Escape ist einmal Dialog beenden und dann wird der Dialog vorgezogen. Da könnte ich manchmal echt kotzen. Nicht nur manchmal, sogar richtig häufig. Wahrscheinlich wäre es mit Controller was anderes. So, ein Mann, ein Mob. 8 Meter Leinwand. 8x12, 8x20. Und ich mach, ob das so eine gute Wirkung hat. Ich würde sagen, es hat gar keine Wirkung. Jetzt weiß er, dass wir hinter ihm her sind. Wunderbar. Ein ganzes Team DedSec-Mitglieder arbeitet an Thross anderen Anzeigen. Klasse. Inzwischen habe ich ein Paket für den Invite-Server geschnürt. Triff mich draußen vor Invite und ich erklär's dir. Vor allem geil, bin ich im Kran drin, sieht das schon wieder genauso aus wie vorher, das Plakat. Wo ist die nächste DedSec-Mission? Ah, ich sollte sie ja treffen bei Invite. Waren wir nicht schon mal bei Facebook? Ah, nee, wir waren beim FBI drin. Fast dasselbe.
Nur andere Buchstaben. Hier kann man übrigens Drohnenrennen veranstalten, beziehungsweise mitmachen. Notruf. Was ist der Grund Ihres Anrufs? Ich weiß zwar nicht, wo oder wie. Der Spieler Alexander hat die Anti-Cheat-Schutzprüfung nicht bestanden. Verbindung wurde getrennt. Oh, ist das eine Denunzierung für alle, die cheaten? Und jetzt werde ich getrennt. Und dann sage ich denen, das wäre so geil, wenn man und dass man cheatet, mal getrennt wird. Also ihr, dass sie irgendeinen YouTuber erwischen oder sonst irgendwas. Und der sagt dann, ja, guckt doch meine Videos an, ey. Seht ihr da irgendwas Cheat-mäßiges? Mein Gott, wie kann man nur in Online-Spielen cheaten? Ja, schön im Regen auf der Bank warten. Fühl mich schon wie bei Mafia 3. Die Anzeigetafel war super. Wir wollten eine Reaktion, wir haben eine Reaktion. Ja? Wir haben eine Mail von Thrust an seine Leute erwischt. Er ist mächtig angepisst. Er fordert ein Gesetz gegen Gruppen, die über die Möglichkeit verfügen, geschützte Anweisungen und Handlungen offenzulegen. Das sind wir. Klingt nach etwas, das Invite unterstützen würde. Das ist ein Grund dafür, dass sie Thrust helfen. Mhm. Du musst dich ins Büro der Geschäftsführerin hacken. Oh, Mary Catskill. Und? Hier ist ein Exploit, der eine Backdoor zu ihren Servern öffnet. Noch ein USB? Mit denen könnte ich einen Laden aufmachen. Den solltest du nicht verkaufen. Tja, bestes Hacking. Als ich das letzte Mal da drin war, lief's nicht ganz so gut. Ging echt voll daneben. Ja, nicht dran denken. Übrigens, deshalb wurde die Sicherheit verschärft. Das sind ja tolle Neuigkeiten. Ach doch, ich war ja doch da drin, da haben wir Blum getroffen. Der war ja im Büro der Chefin. Oh, schön, dass der direkt vor der Tür steht. Na toll. Jetzt hätte er explodieren müssen. Okay, die können alle Verstärkung rufen. Ja, ja, verfolg mich doch, du Mistkerl. Ah, sind sogar Informationen auf den Laptops drauf, wie Thrust seine Entwicklung der Wahlstimmen, wie die ist. Na, das ist aber wirklich eine Sache, die aktiv eigentlich passieren könnte. Also, Facebook kennt unsere Interessen. Natürlich können die locker flockig dann irgendwas da verändern. Ach, lass mich raten, ich muss physikalisch hier sein. Ach, ihr mich auch. Naja, immerhin weiß ich, also kenne ich den Weg.
Hier kommt das physikalische Gegenstück von mir. Na toll, jetzt muss das Ding angehen. Smartphone wichtiger als arbeiten. So, hack das Ding. Angezapft. Wir zeichnen alle Ihre Gespräche auf. Wir hören alles, was sie sagt. Geh jetzt zum Serverraum und installiere die Backdoor. Schon längst dabei. Als kleine Erinnerung an alle Inviter, unsere aktuellen Projekte unterliegen größter Geheimhaltung, bla bla bla. Hat er mich nicht gesehen? Ach so. Das ist nur ein einfacher Mitarbeiter. Ist egal, wenn ich hier so gebückt rumrenne. Könnte sein, dass ich es mit dem Rücken habe. Ich hab's mit dem Rücken. Ich wollte nur einen Kaffee trinken. Ah! Direkt der Hund aufgewacht. Alter Schwede, so viel waren hier niemals noch. Mein Gott, was ein Sound. Na toll, da war noch einer. Hacking wird bevorzugt. Dabei ist das überhaupt kein Hacking. Das ist einfacher, schäbiger Einbruch. Als ich das letzte Mal da drin war, lief's nicht ganz so gut. Ging echt voll daneben. Ja. Nicht dran denken. Übrigens, deshalb wurde die Sicherheit verschärft. Das sind ja tolle Neuigkeiten. Toll, der eigentliche Typ, den ich hacken sollte, der steht jetzt nicht mehr ganz vorne. Ich hol mir das Passwort aus dem Laptop. Ihr Einsatzleitung, uns wurde zugetragen, dass in Ihrer unmittelbaren Nähe ein Verbrecher sein soll. Ja, und den holen sie sich jetzt. Da vorne kommen schon die Polizisten. Die Hände schön nach oben. Also, heute ist echt ein Scheißtag. Ich muss meine Nummer ändern. Was zur Hölle? Das ist ein Scheißstart. Wie auch immer. Nicht so fest. Sie haben das Recht auseinander. So, ganz cool. Vor allem im Nahkampf bleiben die immer liegen.
Wollt ihr den jetzt nicht mal mitnehmen? Was macht die Schlampe da vorne? Lass mich hier raus! Angezapft. Wir zeichnen alle ihre Gespräche auf. Wir hören alles, was sie sagt. Jetzt werde ich gleich erschossen vor der Tür. Ich gehe zum Serverraum und installiere die Backdoor. Schon längst dabei. Als kleine Erinnerung an alle Inviter. Ich kann den Bereich nicht hier verlassen. Haben wir ganz kurz gesehen. Ich verschwinde. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Der Sarge liegt nämlich da auf dem Boden, wenn ich das richtig sehe. Ah nee! Damit meinen die wahrscheinlich unten. Mit dem Polizisten. Nehmt ihr den jetzt auch mit oder haltet ihr ihn da nur fest? Und sonst habe ich gleich echt ein Problem. Dann habe ich nämlich keine Chance, da vorne lang zu kommen. So, das Geld brauchst du ja nicht mehr. Was zur Hölle, diese Scheißstadt. Ja, das ist eine Wache, die läuft da unten rum. Da kommt der Mafiosi. Gibt es da eine andere Möglichkeit, hier runterzukommen? Da kommen wir nur auf der anderen Seite wieder raus. Hier ist auch kein Weg nach unten. Hier kommen wir in die Fronthalle. Entschuldigung. In der Regel trete ich Frauen weniger. Oh, das will ich nicht sehen. Oh! Jetzt drehe ich nicht um, Polizist. Gut, der geht. Sehr oft eine Launch, aber keinen Weg nach unten zu den Serverräumen. Aber wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch was entsperren. Da hinten rechts vielleicht. Letztes Mal sind wir über den Fahrstuhl. Ach ja, wir waren ja ganz oben.